Tja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frustra Fakta. Eurem Lieblings-Gaming-Fakt-Format, bei dem ich euch unnütze Fakten vorstelle und ihr ganz bestimmt was fürs Leben lernt. Bevor wir anfangen, ganz kleiner Disclaimer, tatsächlich ist das heute leider schon die letzte Folge. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht ausgecheckt habt, schaut oben rechts auf dem i, da sind sie nochmal alle verlinkt. Viel Spaß! Sammelt man auf dem Weg zur Polizeistation in Resident Evil 2 keine Items auf, kann man tatsächlich den Piloten aus Resident Evil 1 dort antreffen. Dieser ist anscheinend zu einem Zombie mutiert. Und wenn ihr ihn danach besiegt habt, bekommt ihr einen Schlüssel von ihm, mit dem ihr einen Polizeispind öffnen könnt in der Station und dort eine Waffe und ein Kostüm bekommt. Ich will noch einen Piloten besuchen, ich darf dich leider nicht mitnehmen. Nein, denk an den Piloten. Ich bin der Pilot. Oh, ein Schlüssel. Wofür der wohl gut ist. Donkey Kong ist wie Heini. Er ist komplett videospielsüchtig. Wartet man nämlich in Donkey Kong Country Tropical Freeze eine Zeit lang, setzt sich DK hin und fängt an, auf einer Nintendo Switch zu zocken. Wenn Diddy Kong dabei ist, teilen sie sich sogar die Joy-Cons. Mega cool. Sagt man in der sprachgesteuerten Version des N64-Spiels Hey Pikachu das Wort PlayStation, rastet Pikachu komplett aus, zerstört euer Leben und bewirft euch einfach mit Blitzen. Oh hey Pikachu, wollen wir ein bisschen PlayStation spielen? Hast du PlayStation gesagt? Pika, Pika! Lass mich rein! Bitte schnell! Pika, Pika! Im dritten Raum des vorletzten Levels von Duke Nukem 3D Atomic, warum deckt man sich eigentlich immer so lange Namen auf, ist ja auch egal, dort befindet sich Homer Simpsons Arbeitsplatz in Sektor 7G. Ein Indiz dafür sind die zahlreichen Donuts, die sich dort befinden. Der Prototyp für das Wii U Gamepad war ein Bildschirm, an den zwei Wii-Remotes geklebt wurden. No joke! Thorsten, du glaubst nicht, was ich hier in meiner Hand halte. Guck, was ich bekommen habe. Die Nintendo Switch Pro mit Mario Odyssey 2. Oh mein Gott, ich habe so Bock da drauf. Let's go. Lass uns reingehen. Du weißt aber schon, dass das nur zwei Wii-Remotes sind, oder? Du willst mir damit sagen, dass dieses Ding nicht 700 Euro wert ist? Nö. Das Donkey Kong Arcade-Spiel wurde vor seiner Veröffentlichung komplett verändert. Glaubt ihr nicht? Dann schaut her. Donkey Kong sollte eigentlich von Pluto gespielt werden. Pauline sollte eigentlich von Olivia gespielt werden. Und Mario sollte Popeye sein. Falls ihr die Charaktere nicht kennt, sie kommen aus der Serie Popeye, in dem es um einen Typen geht, der Spinat isst und dadurch irgendwie super stark wird. Das ist so wie Asterix und Obelix, nur auf Spinat. Entfernt man im Quelltext die Maske von Palmaton aus Super Mario Sunshine, erkennt man, dass er der Läufer aus Ocarina of Time ist. Wer bist du? Du wirst nie herausfinden, wer ich bin. Oh doch, Freundchen, das werde ich. Wie hast du das gemacht? Ich hab dich gehackt. Du bist ja ich. Natürlich bin ich du. Du weißt aber schon, wenn wir dieselbe Person sind, dass ich auch so schnell bin wie du. Man kann in Sonic the Hedgehog 1 sterben, weil man zu schnell ist. Nämlich in der einen Stelle, wo es ein Stück nach unten geht und man so schnell rennt, dass man schneller als die Kamera ist, denkt das Spiel, ihr seid unter der Kamera und damit unter der Stage und damit in der Death Zone und das Spiel tötet euch. Warum auch immer das so ist, hat euch nicht zu interessieren, wenn das passiert, seid ihr eh tot. Der Morphball aus der Metroid-Reihe ist tatsächlich nur entstanden, weil es den Entwicklern nicht gelungen war, Samus eine Kriechanimation zu geben, um sie durch engere Passagen krabbeln zu lassen. Wie komme ich da bloß durch? Oh, ich weiß wie. Haha! Sieht man sich die Bank im Hintergrund der Street Stage aus Mortal Kombat 3 etwas genauer an, kann man dort Pac-Man und die vier dazugehörigen Geister erkennen.
Macht man im Spiel Yakuza 5 Selfies von sich selber, kann man im Hintergrund tatsächlich Geister entdecken. Ich mache noch kurz ein Bild für Instagram. Ja, perfekt. Ja, wunderschön. Was ist das? Das Videospiel GoldenEye hat einen Multiplayer von den Entwicklern bekommen, ohne dass man sich die Zustimmung von Nintendo oder Rare geholt hat. Das Videospiel E.T. von 1982 war tatsächlich so schlecht, dass die Leute in die Wüste von Mexiko gefahren sind, um es dort zu verbrennen und zu vergraben. Darum hat das Spiel viel Hate abbekommen. Das sind sie also, die schlechten Ableger von der Switch. Tja, war nett, euch gekannt zu haben. Uri Geller hat Nintendo im Jahre 2000 auf 100 Millionen Geld verklagt, um genau zu sein US-Dollar, egal. Denn Nintendo hatte ein Pokémon mit dem Namen Kadabra und naja, man meinte, es sei eine unautorisierte Parodie auf Uri Geller. Der hat sich dann an das Gericht gewendet und eine Klage eingereicht. Mit der ist er natürlich nicht durchgekommen, aber trotzdem wurde in dem gesamten Jahr dieses Gerichtsverfahrens der Druck der Karte Kadabra eingestellt. Springt man im Geisterhaus von Paper Mario in eine sehr, sehr große Vase, kommt Mario in seine 8-Bit-Form zurück. Zum Release des Spiels Donkey Kong Country Returns konnten die ersten 20 Kunden in ausgewählten Läden das Spiel gegen echte Bananen eintauschen. Entschuldigen Sie bitte? Aber natürlich, was wollen Sie denn wissen? Ich wollte wissen, ob das Rubin-Angebot zu Breath of the Wild noch steht. Oh, Sie haben Glück. Eins ist noch da. Oh, super. Dann nehme ich das doch. Das macht 16 Rubine. Sie können mir aber auch 17 geben. 16 Rubine? Ja, die habe ich doch hier. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen auch. Während der Entwicklungszeit von Forza Motorsport 2 haben es die Entwickler geschafft, zusammen 41 Strafzettel zu bekommen und zwei der Entwickler mussten sogar ihren Führerschein abgeben. In The Witcher 2 kann man Altair aus Assassin's Creed neben einem Heuballen in einer Blutlache finden. Scheinbar hat er den Leap of Faith diesmal nicht ganz so toll hingekriegt. Tja, der Kollege scheint es nicht geschafft zu haben. Wenn man das Spiel Wing Commander abschließt, bekommt man eine Nachricht und zwar: Danke, dass du Wing Commander gespielt hast. Tatsächlich ist das aber nur ein Fehler bzw. Absturzbericht. Den Entwicklern ist es nicht gelungen, den Absturz des Spiels nach Beenden zu verhindern, weswegen sie die Fehlermeldung einfach umgeschrieben haben, um damit dem Spieler zu sagen, dass er es geschafft hat. Der Atari VCS 2700 wurde nie veröffentlicht, weil sein Wireless-Controller so stark war, dass man damit die ganzen Konsolen auch in der Nachbarschaft steuern konnte und sogar teilweise manche Garagentore aufgegangen sind deswegen. Faktensturm. In Metal Gear Solid gibt es 42 Geister und darunter auch die Entwickler. In Borderlands 3 gibt es 1 Milliarde Waffen. Die Rainbow Road aus Mario Kart Double Dash ist über Mushroom City. Die Sternkonstellation aus The Legend of Zelda Wind Waker gibt es genauso im echten Sternenhimmel. In Punch-Out kann man Donkey Kong als Gegner freischalten. Die Creeper aus Minecraft basieren auf einem misslungenen Schwein. Lido Sirena aus Mario Sunshine hat die Form eines Gamecube-Controllers. Heatman aus Mega Man hat die Form eines Zippo-Feuerzeugs. In Südkorea ist es illegal, Kinder unter 17 nach Mitternacht noch Videospiele spielen zu lassen. Kid Icarus wurde in 3-4 Monaten entwickelt. In The Legend of Zelda Phantom Hourglass gibt es eine Insel, die Form eines Nintendo DS hat. Der volle Name von Tails aus Sonic ist Miles Prower. Metroid Prime Hunters ist das einzige Metroid, in dem es keine Metroids gibt. In raubkopierten Versionen von Michael Jackson The Experience werden die Songs von Vuvuzelas übertönt. Der Handschlag zwischen Snake und Otacon aus Metal Gear Solid 2 basiert auf dem Konami-Code. Das Videospiel Homefront hat tatsächlich den Todestag von Kim Jong-il vorhergesagt. Die Augen von Pac-Man haben tatsächlich die Form von Pac-Man selber. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge und eines gesamten Videoprojekts angekommen. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, das Ganze zu produzieren und aufzunehmen für euch, auch wenn wir die letzte Folge leider viel zu häufig verschieben mussten. Es tut mir leid. Ich möchte mich nochmal herzlich an allen bedanken, die mir geholfen haben, bei Kamera, bei Ton etc. Vielen, vielen Dank. Lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde mich freuen und abonniert den Channel, dann verpasst ihr auch weitere solche Formate nicht. Ich wünsche euch noch was, bis dann, ciao, ciao, Leute.